So, wir sind zurück. Wir waren das letzte Mal sogar richtig perfekt in der Zeit. Wunderschön. Wir sind weiter bei dem Endboss. Und ich muss gestehen, wollte ich mir angucken, wie ich diesen Endboss machen kann. Ja, Schande über mich. Aber wisst ihr was? Keine Ahnung, ich weiß es immer noch nicht. Also fangen wir jetzt an und versuchen wirklich blind, diesen Endboss in irgendeiner Weise zu töten. Habe ich nicht recht? Mario! Das habt ihr nicht gehört? Das gibt es nicht. Das war nicht Rüdiger LP. Rüdiger... Rüdiger LP, ja genau. Mein Lieblings-Let's Player, Rüdiger LP. Genau. Oh, und wieso laggt es wieder auf einmal so? Egal. Das muss jetzt sein. Wir können auf die Luftballons drauf. Ah, so viel zum Thema Schwierigkeitsgrad und... Au! Was macht der? Unglaublich. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich will es nicht verstehen. Na komm. Oh, diese... Furial Friends Viecher nerven mich ein bisschen. So. Au. Nein, ich habe die Aufnahme gestoppt, egal. Ich habe sie wieder direkt angemacht, also egal. Okay, kleiner Cut. Nein. Macht nichts. Die Aufnahme, der Aufnahme stoppt gar nicht. Wieso höre ich mich doppelt, Rüdiger? Rüdiger. Oh Mann. Was ist denn, mein Junge? Ich weiß nicht. Was waren das eben? Hörst du auch diese Geräusche? Ja, das ist manchmal ganz komisch. Ich höre dann irgendwie Peppy hier rumbrüllen und Mario und das ist ganz krank. Ja, ist wirklich krank. Ich kann auf diese Luftballon. Ich verstehe das System nicht. Ich auch nicht. Was soll ich? Der erste Boss war ja noch irgendwie verständlich. So, jetzt hüpfen wir einfach mal. Ich krieg hier noch einen Ausraster. Vor allem, ja, das irgendwie macht der auch ganz komische Sachen. Ja, wir bleiben jetzt erstmal am Boden und gucken, ob er irgendwie mal was macht. Ja, er macht eigentlich gar nichts, das ist ja das Problem. Er surft nur so ein bisschen in der Luft rum und... Ja. Oh, ich kann mir ein Live-Juwelen klauen. Hallo? Was haben wir denn da oben rechts? Das ist so ein Extra-Item. So, jetzt bin ich hier. Ach, das, ja, genau. Bin ich hier auf so einem Luftballon drauf und jetzt kann ich dir Schaden machen. Nein, kann ich nicht. Ist ja super. Ja, super. Genial. Dieses Spiel macht wirklich Spaß. Es ist doch absolut genial, dieses Spiel. So, jetzt halte ich mich einfach an ihm fest. Hey, ja. Ja. Bring ihn um. Das bringt aber nichts. Ach, irgendwann wird er die Lust verlieren und sagen, nee. Ja, jetzt macht er irgendwas. Kann ich da reinlaufen? Jetzt macht der grüne Kotzstrahlen, oh mein Gott. Kann ich da reinlaufen? Jetzt kriegt er ein Juwel von mir. Kann ich ihm jetzt Schaden machen? Vielleicht. Jetzt, wo er die grünen Kotzstrahlen macht, vielleicht geht es ja jetzt. Ich muss ihm während der Frist meine Juwelen, wie beim ersten Endboss, Schaden machen. Aber was aber fast unmöglich ist, weil er dann wieder in der Luft ist. Danke für diesen wertvollen Tipp. So, jetzt versuchen wir mal was. So, friss meine Juwelen. Friss meine Juwelen und... Stirb. Ja! Stirb, ja! Ja! Treffer! Treffer! Geil! Treff ihn nochmal! Ja! Und er frisst einfach wieder. Die ganze Zeit weiter. Geil! Und friss, stirb am Essen! Nein! Ich muss sie weiter töten! Niemals! Okay, wenn er jetzt die ganze Zeit so weiter ist, dann sage ich nichts. Dann war der Kampf doch einfach. Oder auch nicht. Oh! Ja, toll! Wie soll man da ausweichen? Hä? Soll man... Okay, ich habe eine Idee, wie man da ausweichen kann. So. Nee. Hä? Eine Idee? Nee, nicht wirklich. Moment. Das ist irgendwie ein bisschen unmöglich. Ja. Ich könnte runterfallen, aber das will ich nicht. Ja, du könntest, müsste aber vielleicht machen müssen, dass du einfach dann runterspringst. Aber er frisst einfach weiter. Das finde ich gut. Bei der nächsten Gelegenheit. Ja, er frisst aber weiter. Das ist schon mal ganz gut. Wenn er jetzt einfach permanent weiter frisst, dann ist das Spiel doch schön. So, runterfallen, dranhangeln, sterben. Eine schöne Reihenfolge. Ah, okay, das ist jetzt ein bisschen monoton, Leute. Aber was sein muss, muss sein. Wir wollen schließlich vorankommen in dem Spiel. Richtig.
Das ist die Hauptsache. Man muss auch mal durch harte, unkreative Gebiete durchgehen, wenn man zum Erfolg möchte. Mann! Dann muss man auch mal sowas machen, genau. Und meine Güte, der hält aber auch was aus. Ja, der hält ein bisschen viel aus und er sieht einfach nur beschissen aus, was ich dir mal sagen wollte, du behinderter Endboss. Ich finde immer noch, sieht so ein bisschen aus wie ein Gegner aus Mega Man oder ja, so. Ja, das könnte also sein. Ah, das war's dann auch schon wieder mit der Kreativität, kann man sagen. Oh Mann, jetzt stirb doch endlich! Lass mich doch in Ruhe, Mann. So. Au, ja, super. Treffe ich natürlich genau das, was ich nicht treffen sollte. Ob ich aus der Situation noch irgendwie rauskomme? Tja, das ist die Frage. Versuch's einfach weiter. Anders bleibt mir im Moment auch gerade gar nicht übrig. Moment, ich habe eine Idee. Ha! Ha! Haha! 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 So, er kommt zurück. Bitte stirb jetzt einfach. Mach meinen Zuschauern eine Freude. Mach dem Rüdiger eine Freude. Du magst doch auch Weehawk LP. Jeder mag ihn. Ja. Und er hat aufgehört zu essen. Ich hasse dich. Juhu! Ich hasse dich, du dummer fliegender Roboter. Du bist echt der niederste Abschaum der Spielegeschichte. Oh Gott. Oh mein Gott. So, und jetzt soll er nochmal fressen. Okay, jetzt haben wir wenigstens das Prinzip verstanden. Gut. So, da wir das Prinzip verstanden haben. Nein, etwas. So, und dran. Aber der so schlimm ist der Kampf gar nicht. Das ist die miserabelste Leistung, die ich bis jetzt in diesem Let's Play abgeliefert habe. Aber man möge mir gnädig sein. Ihr könnt euch ja vorstellen, wieso. Weil ich dabei bin und nicht ablenke. Ja, genau. Du bist der Grund. Natürlich. Ich bin schuld an allem Unheil. Du bist schuld, weil du da bist. Genau. Gibt Sinn. Könnte auch nicht mit diesem Endboss zusammenliegen, der mir einfach nur auf den Sack geht. Oh Mann. Gott! Der kann überhaupt nichts dafür. Er ist ein reines Unschuldslamm. Ich bin Mr. Möhr und ich bringe mich gleich um, live. Okay, könntest du kurz ein wenig kommentieren, während ich mich hier konzentriere? Natürlich! Dankeschön. Auf jeden Fall, ja, der gute alte Mr. Möhr hat hier seine Schwierigkeiten, aber das ist doch ganz legitim. Denn, ja, das ist ein sehr komischer Boss immer noch. Also, ich verstehe nicht, was die sich dabei gedacht haben. Was der Typ überhaupt darstellen soll. Das ist einfach nur krank. Irgendwie so eine Art Fledermaus mit weißen Handschuhen. Oder, also, sieht auch wie eine Fledermaus, so vom Gesicht her und von den Ohren. Und sind das Ohren? Ja. Ja, und da unten laufen auch lauter komische Teddybären lang irgendwie und... Es gibt keinen Sinn, alles, ich weiß. Also, und grüne Kotzstrahlen. Warum kann der grüne Kotzstrahlen schießen? Keine Ahnung, aber jetzt habe ich das so langsam raus. Nein, nicht den Safe Spot. So, so langsam dürften wir das... Von Sekunde zu Sekunde besser. Ja, so langsam habe ich das System raus. Das dürfte auch gleich Geschichte sein, dieser Endboss. Das würde mich zumindest sehr freuen. Danke dafür, dass du kurz übernommen hast. Anders wäre natürlich, das aber hier gerne auch nicht möglich gewesen. Ah, was heißt noch nicht möglich gewesen? Der ist ja noch nicht tot. Leider. Sieh Sterne, du Penner. Oh, jetzt fange ich an, hier einen niveaulosen Talk zu fabrizieren. Aber Mann! Nein! Genau. Genau. Oh Gott, wir haben nur noch eine Minute Zeit. Denkst du, wir schaffen das? In der Minute? Natürlich, schaffen das. Ja, dann soll er auch mal hier. Okay, so langsam. Ah, oh, jetzt. Der Endboss ist wirklich sehr, sehr komisch. Und ich weiß noch nicht, wie man da jetzt wirklich drauf kommen soll, dass man den so besiegen soll. Oh, stirb! Was bist du denn, verlässliches Vieh? Fang an zu heulen! Ja! Oh, ja, geil! Oh, Endboss Nummer 2 von 3 geschafft. Ah, oh, schöne Battle-Musik. Oh. Oh, in der Zeit noch geschafft. Wir machen mal kurz eine kleine Pause und melden uns dann wieder zurück. Wenn wir wieder zurück sind, ja. Los.